Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio. 5 Minuten nur im Radio, hier bei 1Live. Und dann schaltet sich das WDR-Fernsehen dazu. Unser Thema heute Nacht heißt Frust im Ehebett. Und ich möchte eben mit euch reden, die ihr Frust im Ehebett habt. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Kevin ist mein erster Gesprächsgast heute Nacht. 22 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Kevin, schon Frust im Ehebett. Ja. Bei deinen zarten 22 Jahren. Ja, zarte 22. Ja, ich komme mal direkt zum Thema. Und bitte. Zwar habe ich seit einem Jahr ein Problem, und zwar ich komme zu schnell. Mhm. Du hast eine feste Beziehung. Ich habe eine feste Beziehung seit 3,5 Jahren. Ja. Ich bin jetzt mit meiner Freundin auch verlobt. Ja. Also jetzt Verlobte. Mhm. Aber seit einem Jahr ist es im Sexleben nicht mehr so besonders. Ach, das war am Anfang anders. Am Anfang war das alles ganz normal, also da ging alles wirklich ganz normal. Das ist ja interessant. Normalerweise ist das genau umgekehrt, dass man am Anfang halt wibbelig ist und aufgedreht und hinterher normalisiert sich das dann wieder. Nee, das war jetzt nicht. Ich glaube, das ist ja das Problem. Seit einem Jahr fing es erst an. Mhm. Und ja. Wie schnell ist denn dann euer Spaß zu Ende? Ach, ich sag mal, wenn es hochkommt, dauert es eine Minute. Ach. Ja. Eine Minute nur. Und dann, wie geht's dann weiter? Ja, dann liegen wir deprimiert nebeneinander. Ja, und dann passiert nichts mehr? Nee, dann passiert nichts mehr. Und wenn man dann so ein bisschen sich erholen würde und das ganze Spielchen nochmal so ganz allmählich beginnen würde? Ja, dann nützt es trotzdem nicht. Das passiert dann wieder so schnell. Ja also, gut, aber das kann man ja nur nicht endlos fortsetzen. Irgendwann passiert es dann nicht wieder so schnell. Ja, also wir haben schon so viel probiert, mal mehrmals am Tag und so. Also hat auch nichts gebracht. Mhm. Also ein sehr potenter junger Mann bist du. Ja, kann man so sagen. Wie erklärst du dir das denn selbst? Ich kann es mir ja nicht erklären, das ist ja das Problem. Hast du denn irgendeine Idee, einen Anhaltspunkt? Eigentlich gar nichts, das ist es ja. Mhm. Also es ist nur so, dass wir beide ziemlich frustriert sind. Mhm. Mhm. Und seit diesem Jahr, damals als es begann, problematisch zu werden, ist da irgendetwas vorgefallen, irgendwas geschehen, an das du dich erinnern kannst? Eigentlich großartig ist da nichts geschehen. Wir hatten nur ein bisschen Stress zu der Zeit, aber das war es dann schon. Mhm. Bist du deiner Freundin treu? Ich bin treu, ja. Onanierst du auch? Nein. Nein. Ganz entschiedenes Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Wenn ich in einer festen Beziehung bin, dann muss das nicht sein, finde ich. Warum nicht? Ist einfach so bei mir. Ja, gut. Das darf man dann ja auch mal hinterfragen, wenn das dann... Ja, denn auch ist so einfach so eine Einstellung von mir. Wenn ich in einer festen Beziehung bin, dann mache ich das. Woher kommt die Einstellung? Ja, keine Ahnung, das habe ich mir irgendwo mal abgeguckt. Ja, wie oft schlaft ihr denn miteinander? Also früher war das wirklich mehrmals am Tag. Aha. Manchmal dann nur einmal am Tag. Und aha, jetzt wird es immer weniger, weil meine Freundin, die hat langsam auch keine Lust mehr und ich habe auch keine Lust mehr. Ja, aber das ist natürlich genau das Kontraproduktive. Je weniger es wird, desto mehr staut sich bei dir auf und umso schneller ist der Abgang dann, ne? Ja, nur das Problem ist, wir versuchen es ja schon seit einem Jahr. Mhm. Und am Anfang haben wir es dann trotzdem ganz normal weitergemacht, mehrmals am Tag, einmal am Tag. Mhm. Und es hat sich ja nichts verbessert. Mhm. Das ist ja das Problem. Mhm. Also ich will dir mal sagen, ein gesundes Verhältnis zu dem eigenen Körper beinhaltet meiner Auffassung nach auch durchaus das Praktizieren der Selbstbefriedigung, auch in einer Beziehung. Finde ich nichts Schlimmes. Kann sogar unter Umständen vielleicht sogar die Sexualität ein bisschen regulieren, wenn der eine mehr will als der andere. Vielleicht sogar in deinem Fall eine gewisse Abreaktion vielleicht auch zur Folge haben. Mhm. Also ich würde das auf jeden Fall auch mal probieren. Das ist ja nun, hast du da irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn du das machst oder wie? Ja, also ich komme mir dann vor, als hätte ich meine Freundin dann betrogen. Ach, das ist doch völliger Blödsinn. Ach, da kann man doch offen drüber reden. Auch in der Partnerschaft. Mhm. Ihr wohnt doch nicht zusammen bestimmt, doch, ne? Ihr wohnt zusammen, also ja. Ja. Mhm. Also ich meine, um dieses sexuelle Problem, was euch ja mittlerweile auch doch arg beschäftigt, in den Griff zu kriegen, finde ich, sollte man doch alle möglichen Sachen ausprobieren. Und dieses wäre ein Mittel, was bedenkenswert ist zumindest, finde ich.
Ja. Was ich nur wirklich auch seltsam finde, ist, dass wenn du sagst, es ist dann passiert nach ein paar Minuten und ihr wartet, dass es dann schon wieder so schnell passiert. Ja, das ist wirklich so. Also entweder bewegt sich dann bei mir gar nichts mehr oder wenn es dann was tut, dann eben wieder so schnell. Mhm. Mhm. Also, und du hast Sorge, dass mittlerweile sogar die Beziehung darunter leidet oder gar die... Ja, ich würde nicht sagen die Beziehung, ich würd eher sagen unser Sexleben. Mhm. Hast du denn generell so sehr viel Sex im Kopf? Denkst du viel daran? Bist du sehr... Ja, ich denke eigentlich sehr viel daran. Ja. Also für mich am liebsten täglich mehrmals. Ja. Also da finde ich, wäre das ein probates Mittel, dass du dir selbst ab und an doch etwas Spaß verschaffst. Mhm. In der Hoffnung, dass sich das Ganze entspannt dann für deine Beziehung. Das kannst du deiner Freundin auch begreiflich machen. Ich finde nicht, dass das mit Fremdgehen auch nur das Geringste zu tun hat. Mhm. Versuch's mal. Ja, wenn es nicht klappt, melde dich nochmal. Ja. Kevin, alles klar? Okay, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, hier schaltet sich das WDR-Fernsehen in wenigen Sekunden dazu. Und ich begrüße jetzt auch gleich die Fernsehzuschauer. Ihr Lieben, vor den Fernsehgeräten, ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich bitte die kleine Verspätung zu entschuldigen. Unser Thema heute Nacht heißt Frust im Ehebett. Und ich möchte gerne mit Paaren, mit Pärchen reden, die eben Frust im Ehebett haben, im Bett haben. Es muss ja nicht ein Ehebett sein, bei denen sexuell nichts oder nur noch wenig läuft. Und ich würde auch sehr gerne mit Pärchen reden, die mal große Probleme sexuell hatten und die es auf irgendeine Weise geschafft haben, aus dieser Problemzone herauszukommen und uns darüber erzählen können oder vielleicht dem einen oder anderen somit auch einen Tipp geben könnten. Also, wenn ihr mit mir reden wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Frust im Ehebett, heute Nachtthema bei Domian. Daniela, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Hallo Daniela. Ja, ich habe ein Problem, beziehungsweise ist das eigentlich auf dem Weg der Besserung, aber ich dachte mir einfach mal, dass es für die Allgemeinheit auch sehr interessant ist, denn es gibt ja noch mehrere Frauen, die vielleicht auch die Situation durchlebt haben wie ich. Erzähl. Ja, und zwar war ich 10 Jahre mit einem Mann zusammen, war dem erst 7 Jahre lang treu, dann bin ich fremdgegangen, bums, bin ich schwanger geworden. Moment, ja, halt, jetzt musst du erstmal rechnen. Du bist jetzt 24 Jahre alt, du warst 10 Jahre mit einem Mann zusammen, das heißt, du hast mit 14 Jahren dich mit ihm zusammengetan. Ja, nicht jetzt sexuell, das ist erst später passiert, aber ich war 10 Jahre mit ihm zusammen, ja, war mein erster und ich habe gedacht, der Richtige, aber das war voll die Finte. Ja, und jedenfalls war ich dem dann 7 Jahre lang treu und bin dann irgendwann mal mit dem anderen, dann habe ich was angefangen, bin direkt schwanger geworden. Während du mit dem einen noch zusammen warst? Ja, genau. Ja, und dann ist es hinterher so gekommen, dass ich den Kleinen auch gekriegt habe. Und ja, dadurch bedingt ist mein Körper tierisch entstellt. Also durch diese Schwangerschaft, weil ich habe 56 Kilo gewogen und habe zum Schluss 113 gewogen, als ich zum Entbindungstermin hin musste. Ja, jetzt habe ich den Jungen, der ist 2,5, der Lukas, und ja, bin mit dem mit dem Bernhard seit letztes Jahr Ende Oktober, Anfang November sowas nicht mehr zusammen. Ja, und der ist auch die ganze Zeit über noch bei mir geblieben und wegen dem Kleinen auch unter anderem. Klar, der hat die Papa-Rolle übernommen und so. Obwohl er gar nicht der Vater war? Genau, ja. Ja, jedenfalls, als ich Lukas gerade frisch gekriegt hatte, fing das Problem damit an, dass mein 6-Wochen-Bett zu Ende war. Dann hat man ja auch mal wieder Bedürfnisse, miteinander zu kuscheln oder so. Ja, und ich habe immer eine Zeit lang geglaubt, weil er mit mir nichts mehr anfangen wollte im Bett, dass er irgendwie eine andere hat und geht fremd. Und das ist absolut hinterher nicht gewesen, weil wir haben uns zusammengesetzt, haben uns unterhalten und das furchtbare, deprimierende war dabei, dass er dann hinterher sagte, nee, ich ekel mich vor dir, ne? Aber die Lage war ja insofern auch kompliziert oder komplizierter bei euch, weil es nicht sein Kind war, ne? Das ist richtig, aber ich habe ihn ja vor die Wahl gestellt, ne? Gut, aber also, das ist schon ein Sonderfall, finde ich. Dass da vielleicht ein Mann dann Probleme hat, damit umzugehen, ist unter Umständen verständlicher, als wenn es das eigene Kind ist. So, er hat zu dir gesagt, ich ekel mich vor dir. Ich ekel mich vor dir, ja, weil am Bauch ist alles gerissen, an der Arme, an der Beine, überall, ne? Wie ist alles gerissen? Ja, die ganze Haut, also ganze Gewebe ist kaputt. Ja. So, nun hast du das gehört von deinem Freund, den du geliebt hast, und der sagt, ich ekel mich vor dir. Wie bist du damit umgegangen?
wie ich damit umgegangen bin. Ich habe versucht, die Situation ja im Griff zu behalten, indem ich irgendwo Toleranz gezeigt habe und mir gesagt habe, das gibt sich irgendwann wieder. Mhm. Nur als ich dann gemerkt habe, dass der Sex dann auch abgebaut hatte und quasi ja das Licht ausgemacht werden musste, ehe er dann mal mit mir dann irgendwo was angefangen hatte. Ach so, er hat aber immerhin, es ist was gelaufen. Ja, es ist klar, ist noch irgendwo was gelaufen. Der hätte auch sagen können, ich ekle mich vor dir, dass er dich überhaupt gar nicht angefasst hätte. Ne? Ja, aber ehe das dazu gekommen ist, musste ich ihn schon tierisch irgendwo dazu bewegen. Ne? Also es war keine Freude für beide? Nee, für mich. Für dich auch nicht? Für mich überhaupt nicht. Wie ist das Ganze dann ausgegangen? Das Ganze ist so ausgegangen, dass er, wie gesagt, jetzt ist der Kleine 2,5. Bis letztes Jahr, Oktober, November, habe ich diesen Mist mitgemacht. Mhm. Und das war hauptsächlich 60% des Trennungsgrundes gewesen, würde ich mal so sagen und behaupten. Und dann habe ich mich von ihm letztendlich getrennt, habe jetzt einen neuen. Mhm. Und worauf ich hinaus möchte, ist einfach, ich merke jetzt noch, wenn ich mit, ja, Horst heißt der, wenn ich mit dem irgendwo intim werden möchte, habe ich echt Probleme, irgendwo mich auszuziehen oder, weil ich denke, wobei das für ihn kein Problem ist. Er hat das, weil du denkst, bei dem könnte das Gleiche ablaufen wie mit dem Ex, dass der latent so in sich heimlich denkt, auch ich ekel mich vor ihr. Ja, dass ich das denke von ihm, wobei ich weiß, dass er sehr offen und direkt ist, auch wenn es unangenehm ist. Also würde es mir das sagen. Wie ist denn überhaupt jetzt so dein körperlicher Zustand? Du hast so enorm viel zugenommen durch die Schwangerschaft. Ja, ich habe schon wieder abgenommen. Wie viel wiegst du jetzt im Moment? Jetzt wiege ich 62, 63 Kilo. Oh ja, das ist doch in Ordnung. Da bist ja fast wieder. Da bist ja fast an deinem Anfangsgewicht von 56 Kilo wieder, ne? Ist ja gar nicht mehr so. Ja, möchte ich schon gerne wieder darauf zurückkommen. Jetzt. Also wäre denn jetzt dein Rat an andere Frauen, so etwas eben nicht mitzumachen, was du mitgemacht hast? Man soll sich selbst nicht aufgeben. Ja, und wenn ein Mann schon sagt, hier, ich ekle mich vor dir, dass man sich überhaupt gar nicht auf irgendwelche Sexualität einlässt. Ja, genau. Ne? Wäre eigentlich die Konsequenz daraus. Ja, und vor allen Dingen, ich sag mal so, eine Frau ist eine Frau. Eine Frau hat viel mehr Last dazu tragen als wie ein Mann, weil ein Mann kann nicht schwanger werden. Man muss nicht in der Schwangerschaft irgendwelche Klamotten mitmachen. Zum Beispiel bei mir war das ja auch noch ganz extrem. Dadurch ist die Haut auch gerissen. Ich musste 3 Wochen vorm Entbindungstermin noch ein komplettes Kinderzimmer alleine zusammenbauen oder sowas. Oder also eine harte Zeit. Harte Zeit, die aber jetzt überwunden ist und du hast einen neuen Freund und so allmählich levelt sich wieder alles ein und ihr habt auch eine schöne Sexualität. Hoffen, also. Gut, Daniela, dann wünsche ich alles Liebe und hoffe, dass ihr eine gute Beziehung habt und weiterführen werdet, ihr beiden. Ja, nochmal, so bescheuert wäre ich nicht und würde mich so an einem heften. Also, okay. Nee. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tausend Dank, ciao. Frust im Ehebett heißt unser Thema heute Nacht und ich möchte mich eben mit euch unterhalten, mit Paaren unterhalten, bei denen nichts mehr läuft oder nur noch wenig läuft. Erzählt mir, was passiert ist, wie die Situation ist oder ich würde mich auch gerne mit Leuten unterhalten, die große sexuelle Probleme hatten und die aber es geschafft haben, diese Probleme zu überwinden. Telefonnummer 0800 5678 111. Vielleicht auch mit ganz unkonventionellen Methoden, dass man so als Außenstehender erstmal im ersten Moment sagt, das ist ja völlig verrückt, so habt ihr das gemacht, aber es hat dann eben doch geklappt. So, jetzt habe ich die oder der, ne, die ist das, ne, Lotta. Ja, die natürlich. Hallo Lotta. Hallo. Nicht Lotte, sondern Lotta. Ja, genau. Lotta, 21 Jahre alt. Ja, genau. Ihr seid also jung, die ihr anruft. Wie? So jung ist das nicht mehr. Das ist sehr jung. Nein. Also du findest 21 schon alt? Na, ach Quatsch. Nein. Nein. Aber du hast zu dem Thema angerufen und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Und zwar bin ich so eine ganz flippige. Ich möchte gerne unheimlich viel im Bett machen, unheimlich viel ausprobieren, habe die tollsten Ideen, die schönsten Bücher, die besten Spielzeuge, wo es gibt. Mhm. Und mein Freund, 29, ist so eine Tröte. Der möchte am liebsten nur Blümchensex. Aha. Und wie lange seid ihr zusammen schon? 3 Jahre. 3 Jahre, ist auch schon eine ganz gute Zeit. Ja. Ja. Und das heißt, dass ich höre jetzt so daraus, dass dir das eigentlich ein bisschen langweilig im Bett ist. Total. Was hast du denn alles für Sachen schon eingekauft? Erzähl uns mal ein bisschen was aus deinem Ritter. Ich gehe zu Beate Use. Du gehst zu Beate Use? Ja, ich schleppe den da immer mit rein. Er findet das ja furchtbar. Ach, du gehst nicht alleine da rein? Nein. Er steht da gelangweilt rum. Ist ein Mann. Ich als einzige Frau darin, 1000 Männer, alle hochinteressiert. Und meiner steht da und guckt auf die Uhr. Ja, so, und was durchstöberst du denn dann und was kaufst du dir? Vibratoren, Noppen, Kondome, so Perlenketten, so Erregungsspielzeug, Körperöl. Und er steht tump daneben und guckt gar nicht groß zu, berät dich auch nicht, Nein. was du kaufen kannst? Er ist so langweilig in der Beziehung, nee.
Und mittlerweile hat sich schon eine ganze Menge zu Hause angesammelt. Ja, an diversen Spielzeugen. Hast du denn diese Spielzeuge, für die du dann auch erhebliches Geld ausgegeben hast, angewandt schon? Nö. Nee? Er versteckt die immer. Ich finde die dann wieder. Wie? Also ihr wohnt zusammen auch? Mhm. Nee, er versteckt die Sachen, die du frisch eingekauft hast. Mhm. Ja, ich kann halt groß verstecken. Die findet man ja eh direkt wieder. Der muss die ja immer so verstecken, dass kein anderer die dann sieht. Ja. Und da hat er nicht viele Möglichkeiten. Und es ist noch kein Mal eines von diesen diversen Sets. Er hat einmal die Perlenkette ausprobiert und so, aber ach, es ist ja komisch. Was ist denn die Perlenkette? Erzähl uns, was man da genau mitmacht. Ach, alles. Na, alles sagt mir noch nicht viel. Sag mal ein Beispiel. Ach, überall einführen und, oder... Er bei dir oder ja, du bei ihm? Bei ihm? Du bei ihm auch? Ja, eine Perlen, du führst eine Perlenkette in den Po bei ihm ein? Zum Beispiel. Nee, das wollte er nicht. Das wollte er nicht. Na gut, das hat ein Mann vielleicht auch nicht so gerne, eine Perlenkette im Po. Na gut. Aber dir hat's gefallen, als er es bei dir gemacht hat. Ja, aber er fand's nicht gut. Was ich auch unheimlich schön finde, damit halt dann über den Kitz da zu reiben oder so, durch diese Perlen, ist das unheimlich schön. Mhm. Das kann er ja verstehen, das macht er ja auch, aber ach, so ganze, das ganze Spielzeug, ach nee. Mhm. Das heißt, das Zeug liegt jetzt in der Ecke ja. und ist eine Fehlinvestition, erstmal. Ja. Mhm. Wie oft schlaft ihr miteinander? Also, er ist zurzeit in Berlin beruflich, am Wochenende dann so 2-3 Mal. 2-3 Mal, aber immer in der gleichen Art oder, und Weise? Ja, entweder oben oder unten. Oder ich. Oder, wie oben oder unten? Ja, ich unten oder ich. Ach so, ach so. Oder ich. Oder ich hole ihm einen runter, weil es meistens dann so langweilig ist, dann ist das immer schneller. Jetzt stelle ich mir vor, du bist so eine vitale, wibbelige Frau, Lotta, 21 Jahre alt. Du sitzt jetzt eine ganze Woche alleine zu Hause. Ja, der ist im Skiurlaub zurzeit. Oder er ist im Skiurlaub, weil du kannst sagen, er ist in der Woche in Berlin oder wo auch immer. Mhm. Auf jeden Fall, du bist dann alleine. Da staut sich doch eine ganze Menge an Sehnsüchten auf bei dir. Ja, also ich lese ja dann immer so Bücher. Letztens habe ich ihm geschenkt Bewegen und Erregen im Antiquariat. Das durfte ich ihm direkt wieder zurückbringen. Das war mir hochpeinlich. Der Mann hat mich nur angelächelt. Na, wollte er es nicht? Bewegen und Erregen, ja. Ja, schön. Und nein, er wollte es natürlich nicht. Und ich meine, worauf ich hinaus wollte, ist, da muss ich doch eine ganze Menge bei dir aufstauen. Und wenn du immer nur dieses Frusterlebnis dann einstecken musst, kommst du da manchmal schon auf andere Gedanken, genau? Guckst du anderen Männern nach? Ja, ich jetzt auch. Wir fahren einmal im Jahr zusammen, einmal im Jahr getrennt, weil ich mehr so Familienskigebiete mag. Mhm. Und da gibt es unheimlich nette Skilehrer, die ich auch schon seit Jahren kenne. Und mit denen habe ich jetzt auch natürlich wieder Kontakt aufgenommen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass du fremd gehst. Das will ich aber nicht. Das willst du nicht. Du bist auch in den 3 Jahren absolut... Sein, weil die sind ja unheimlich interessant und die haben natürlich ganz viel auf dem Kasten. Weißt du nicht, nach außen wirkt das immer alles so locker. Vielleicht sind die auch ganz langweilig. Aber das ist ein anderes Thema. Du bist in den letzten 3 Jahren, bist du auf jeden Fall treu geblieben. Ist es denn so, dass du schon eventuell, wenn du das jetzt weiterdenkst, Angst um eure Beziehung hast, wenn das sexuell so langweilig weiterläuft? Oder ist es nicht so schlimm? Weil sonst ist es ja perfekt. Sonst ergänzen wir uns auch so gut. Das ist schon schön. Mhm. Aber ist ihm denn bewusst, wie sehr du vielleicht auch darunter leidest? Ja. Aber er kümmert sich ja nicht drum. Nee, also er sagt immer, stell dir das doch mal vor und das tut auch weh, diese ganzen Sachen. Und Ja, vielleicht habt ihr noch nicht genug geforscht. Du müsstest ihn mal irgendwo hinbringen. Ich darf ja nichts an ihm ausprobieren. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn du nichts ausprobierst. Na gut, du hast aber schon was ausprobiert, Stichwort Perlenkette. Ne? Also, nein, man müsste vielleicht irgendwas finden, wo man ihn so richtig anfixen könnte, was ihm dann auch sehr großen Spaß macht. Vielleicht hast du das Reservoir noch nicht ausgeschöpft an Möglichkeiten. Ich kann ja Blumen ins Bett legen. Aber du nimmst das ja noch relativ locker, höre ich schon. Noch. Noch. Aber das kann wirklich irgendwann ein ernsthaftes Problem sein. Ja, es ist jetzt schon ein Problem, weil ich natürlich überhaupt keine Lust mehr habe. Er muss eine Überredungskunst an den Tag legen, um mich dann dazu zu bewegen. Mhm. Und ich liege dann da immer und habe meine Träume und Vorstellungen. Mhm. Und hier und da. Mhm. Also schon schwierig. Masturbierst du? Nee, leider nicht. Ich habe das früher gemacht. Ja, solltest du vielleicht mal machen, wenn du so oft alleine bist. Ja, mit so vielen Sachen, ne? Ja, eben. Damit sich das auch gelohnt hat, dass du das gekauft hast. Habe ich mir auch schon gedacht. Warum? Ne, immer ganz ernsthafte Frage. Warum machst du es ja, nicht? Ja, verstehe ich nicht. Das ist, bin dann abends auch, und das ist immer, kriegt man es im Handgelenk und so. Naja. Naja, also schnell kriegst du es nicht im Handgelenk. Also,
Das wäre nein. Also es wäre sicher eine ganz nette, angenehme Zusatzbereicherung deiner Sexualität. Aber so soll es doch nicht sein. Nein, natürlich nicht. Aber du bist ja nun zumal auch öfters alleine. Ja. Ja. Aber bezogen auf eure Beziehung und auf deinen Freund finde ich schon, dass du ihm das vielleicht noch klarer. Ja, und wie? Ja. Gib mir mal einen Tipp. Ja. Ich rede ja schon. Ich habe fast den Eindruck, wenn du mit ihm so damit umgehst, so wie du es mir gerade geschildert hast, dass er das gar nicht so richtig ernst nimmt, weil du so locker und flockig damit umgehst. Ah, da bin ich ganz anders. Ja, da bist du ganz anders. Ja, das ist ja immer wieder dasselbe. Das höre ich so oft, dass die Männer zumachen und einfach nicht wahrhaben wollen, dass die Frauen nicht zufrieden sind und nicht befriedigt werden, richtig. Man muss ihnen, glaube ich, dann irgendwann mit dem Holzhammer klar machen, dass es so nicht weitergeht. Der stellt sich ja schon beim Noppenkondom an. Und das ist ja für mich schön. Weil letztendlich kann so etwas natürlich zum Bruch einer Beziehung führen. Und das muss man halt den Knaben, den Jungs klar machen. Aber jetzt setze ich ihn damit unter Druck, das ist nicht nur so doof. Ja, aber ein bisschen unter Druck setzen, das finde ich auch gar nicht schlimm. Das muss dann auch sein. Er ignoriert ja völlig deine Bedürfnisse. Ja, das ist ja das. Dann soll er auch mal offen sagen, was er vielleicht will. Irgendwelche geheimen Wünsche hat er doch auch. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht ist er auch ein bisschen verklemmt. Kann das sein? Eigentlich nicht. Also er braucht immer länger, um sich zu äußern. Irgendwann äußert er sich dann. Und er ist so einer, weil ich mal sagen, vor 2,5 Jahren war dann so die Entdeckungsreise Po. War dann auch ganz toll. Und dann meint er, das ist jetzt ja abgeschlossen. Halten wir ja alles durch. Dann lache ich immer. Ach so. Dann sage ich mal, ich habe aber noch 1000 Ideen. Ja. Und dann geht er laufen. Wir wollen nicht hoffen, dass es ein Langweiler ist. Nee, eigentlich auch nicht. Das wollen wir nicht hoffen. In Sachen Briefe, Geschenke und Überraschungen ist er sehr einfallsreich, nur da nicht. Also ich finde, ihr solltet noch ein bisschen mehr ausprobieren. Du solltest noch ein bisschen mehr. Wie? Ja, ich weiß ja nicht, was ihr nun alles schon gemacht habt. Das können wir ja so ganz im Detail leider hier auch nicht besprechen. Und auf der anderen Seite parallel musst du ihm klar machen, was für ein großes Bedürfnis das für dich ist. Und das musst du ihm richtig klar machen. Und das Dritte ist, du solltest auch mal ein bisschen Spaß mit dir selbst haben. Finde ich. Hast du das noch nie gemacht? Nein, früher. Aber mit den Sachen, die sind ja jetzt in Hannover. Ich bin gerade bei meinen Eltern. Ja. Neues, aber... Da denke ich nochmal drüber nach. Ja, denk mal drüber nach und taste dich mal so allmählich an dich ran. Das wird sicher eine schöne neue Erfahrung sein. Ja, und dann finde ich das alles toller. Und was mache ich jetzt im Skiurlaub? Die Finger von dem Skilehrer lassen. Du kannst ja vielleicht ein bisschen flirten, aber dann war es das. Ach, dann nehme ich da mein Kartönchen mit. Nimm dein Kartönchen für dich mit, genau, für dich alleine. Liebe Lotta, ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen, damit der Knoten da vielleicht doch noch aufgeht zwischen euch beiden. Alles Gute, schönen Gruß an deinen Freund. Er soll mal ein bisschen mehr Dampf machen, sag ich mal. Schönen Gruß von mir. der kriegt einen Anfall, wenn ich zu ihm sage, ich habe bei Domian angerufen. Also, oh nein, das hat jetzt jeder gehört, spinnst du? Nein, du hast ja keinen Namen genannt. Du hast ja so einen ungewöhnlichen, so eben keinen ungewöhnlichen Namen, insofern fällt das ja gar nicht auf. Ja, okay. Mach's gut, ne? Alles Gute, tschüss. Frust im Ehebett, unser Thema, Telefonnummer 0800 5678 111. Die nächste Anruferin. Ich hätte wirklich gedacht, dass viel ältere anrufen. Ich gucke ja auf meinen Bildschirm. Es sind alles durchweg junge Leute, wie jetzt zum Beispiel auch Verena, die 18 Jahre erst alt ist. 18 Jahre alt war. Dann geht es weiter mit Tina, die auch erst 33 ist. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Tina. Zum Thema Frust im Ehebett. Ja. Also, Frust im Ehebett. Ich habe mich nach 6 Jahren Ehe von meinem Mann getrennt, weil ich diese 3-Minuten-Nummern irgendwo satt hatte. Gab es die ganzen 6 Jahre nur 3-Minuten-Nummern? Nein, nicht die kompletten 6 Jahre. Ich sag mal, das erste halbe Jahr, dann haben wir eventuell immer so 15 Minuten durchgehalten oder er hat 15 Minuten durchgehalten. Ist ja auch nicht so viel, ne? Nee, absolut nicht. Ja, und... Und schon nach einem halben Jahr liest es dann nach? Ja, weil da bin ich dann schwanger geworden. Jetzt muss ich dabei sagen, ich hatte vorher eine Beziehung, daraus ist auch eine Tochter entstanden. Ja, und dann war ich halt von ihm schwanger. Ja, und danach, also nach dem Motto, ich habe ja jetzt meinen Samen dazugegeben. Ne? Du bist jetzt von mir schwanger, jetzt brauche ich ja nicht mehr. Ja, und wie dann sein Sohn auf die Welt kam, ja, da hat man vielleicht einmal im Monat noch was davon. Also so klar war das erkennbar. Nachdem er sich vermehrt hat, war das Interesse zumindest an deiner Person erloschen oder fast erloschen. Genau. Hat er nebenher irgendwas anderes gehabt? Weißt du das?
Ich vermute es. Ich habe ihn einmal erwischt, aber er hat gesagt, das wäre vom Kumpel die Freundin gewesen, obwohl das irgendwie anders aussah. Mhm. Aber ich meine, das war dann ja doch eine sehr lange Zeit, wo du das hast über dich ergehen lassen, ne? Ja, diesen okay. Frust. Ja, das ist aber auch irgendwo, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Das war irgendwo dieser Rückhalt, weißt du? Du bist in der Ehe. Kinder sind da, oder ein Kind ist da, ein Neugeborenes, ja. Da ist man wahrscheinlich auch eher bereit, solche Dinge hinzunehmen, ne? Und, ja. Ja. Aber es muss dann doch so allmählich bei dir so eine große Frustration sich aufgestaut haben, weil du ganz andere sexuelle Bedürfnisse hattest. Richtig. Hm. Wie bist du da in der Ehe mit dieser Frustration oder in der Beziehung mit dieser Frustration umgegangen? Naja, gut, ich hab wirklich einiges versucht, so über Rollenspiele oder über... Auch Sexspielzeug, was wir gerade gehört haben? Ja, genau, auch in der Tat. Genau. Aber du warst nicht bei Beate Use auch? Nein, ich war bei Orion. Ach so. Echt, hast du auch deinen Mann damit hingeschleppt? Ja, klar. Das gleiche Spiel, was Lotta gerade erzählt hat? Ja, und er war auch nicht großartig interessiert? Nö, ist ja ein nicht. Ding. Ist ja wirklich ein Ding. Dann hast du die ganzen Accessoires auch ausgesucht und er hat da rumgestanden und hat geguckt und sich so, nicht groß... Das ist ja ganz toll hier, aber können wir jetzt wieder gehen. Was hast du denn gekauft? Was war denn das Ungewöhnlichste für dich? Ungewöhnlich war eigentlich gar nichts, weil ich nur gedacht habe, ich kann damit die Ehe retten. Mhm, mh. Also auch so, weiß ich, neues Noppen, Kondome oder... Ja, mein Gott, das war ja schon normal. Achso, das war normal. Kondome. Na gut, wir haben dann, oder ich habe dann Vibratoren geholt und ja, Pornos und ich weiß nicht, was wir da alles geholt haben. Immerhin, das zeigt ja nur, dass du ein großes Engagement gezeigt hast, etwas zu verändern, ne? Oder wie du sagst, die Ehe zu retten, die Sexualität in der Ehe zu retten. Ja, die Sexualität, nicht die Ehe selber, weil die Ehe für mich... Das war eigentlich in Ordnung, Sexualität. Ist er denn irgendwann darauf eingestiegen und hat dann auch diese Spielchen mit dir mitgemacht? Du sagst Rollenspiele oder auch mit dem... Nein, überhaupt nicht. Also es war das Gleiche wie bei Lotta. Du hast die Sachen gekauft und die lagen dann in der Ecke rum und er hat gar nichts Großartiges damit gemacht. Ja, genau. Und wenn er dann auf Arbeit war und nicht Lust und Zeit hat, dann nehme ich die Sachen halt so benutzt. Das heißt, du hast schon masturbiert während der Zeit? Mhm. Hat er das gewusst? Hast du ihm das erzählt? Ja, klar. Und das war ihm auch egal? Ja, Schnurzbiebel. Gab es später dann, so in der letzten Zeit, im letzten Jahr, richtige Spannungen oder Streitereien wegen der fehlenden Sexualität? Nö. Auch nicht? Weil das war mir einfach zu blöd. Darüber habe ich mich gar nicht mehr aufgeregt. Ich meine, ich kenne jetzt momentan auch seine neue Freundin. Und da läuft das auch nicht anders ab wie bei uns. Also weißt du, was ich so sehr erstmal neutral ausgedrückt erstaunlich finde, weil ich das so oft von Frauen höre, dass die ihren Männern, so wie gerade die Lotta das ja auch erzählt hat und du jetzt auch, ihren Männern letztendlich rein Wein einschenken und sagen, hier, es macht mir keinen Spaß mehr, ich möchte eine Veränderung haben, und die Männer wirklich wie Beton ummauert da weiterleben und nichts verändern und gar nicht reagieren darauf. Das verstehe ich nicht. Ja, ich bin kein Mann, das musst du mir sagen. Ja, ich verstehe es auch nicht, also ich bin da ganz ratlos. War denn deinem Mann etwas gelegen an der Ehe auch, an sich? Ja, gehe ich mal von aus, weil er hat sich von seiner Familie abgesagt. Ne, weil ich kam also mit meinen Schwiegereltern gar nicht klar. Und er hat direkt gesagt, gut, dann ist in Ordnung, weil ich mich mit der Schwiegermutter wahnsinnig überworfen hatte. Dann rede ich auch nicht mehr mit der. Also muss ihm irgendwo was in der Ehe gelegen haben, weil sonst hätte er sich nicht von seinen Eltern abgesagt. Hast du ganz zum Schluss dann gesagt, hier, lieber Freund, letztendlich ist das der Grund, weswegen ich mich von dir trennen möchte? Ja. Und das hat ihn dann auch nicht beeindruckt weiter? Nö. Er hat also nicht um die Ehe gekämpft und hat da auch keine neuen Anläufe genommen? Nee, ich krieg dir sogar noch Vorwürfe. Pass mal auf, Fräulein, bei deiner Figur und deinem Aussehen, da kriegst du eh keinen neuen. Ach so, das ist ja toll. Sehr charmant. Sehr charmant. Ja. Mhm. Aber ich finde es sehr richtig, was du gemacht hast und dass du die Konsequenzen rausgezogen hast. Vor allen Dingen bei einer solchen Tumpheit und Ignoranz, dann die Konsequenzen zu ziehen. Alle Achtung. Und du fühlst dich das gut und findest es auch gut, dass du so gehandelt hast. Ja, ich bin momentan wirklich glücklich darüber. Also wäre auch für dich ein Rat an andere Frauen, die in ähnlichen Lagen leben, irgendwann die Konsequenz zu ziehen und zu gehen einfach. Definitiv, auf jeden Fall. Weil bevor man irgendwo vor Frust zugrunde geht, kann jemand Neues leben. Es ist ja auch, glaube ich, eine permanente Demütigung, ne, für die Frau,
Ja. Dass man nicht begehrenswert sich fühlt oder sich hässlich fühlt oder irgendwie sowas. Ja, vor allen Dingen, wenn man das immer vorgeworfen kriegt, ne? Von wegen, du kriegst ja keinen anderen und hast nicht gesehen, du musst ja bei mir bleiben. Ja, das ist schon sehr heftig, wenn man sagt, du kriegst ja keinen anderen. Das ist schon so unverschämt, dass man so einen Mann immer verlassen sollte, wenn er so einen Blödsinn von sich gibt. Ja, mein Mann war der Meinung, weil ich bin ein bisschen molliger, ne? dass ich also wirklich überhaupt keinen anderen kriege. So, jetzt ganz pro forma mal, ich habe da eine Annonce jetzt in Zeitung reingesetzt, auch nur aus Jux und Dollerei, um zu gucken. Ja, genau. Na prima, klasse. Am ersten Tag direkt 10 Rückanmeldungen. Ist das wahr? 10? Hast du welche getroffen von den 10 auch? Nee, bis jetzt noch nicht, weil bin ich noch nicht zugekommen. Ach, das läuft doch, das Ganze. Ich habe es abgehört. 10 Anrufe, 10 Rückmeldungen, wunderbar. Ja. Also wünsche ich, dass da einer dabei ist, mindestens einer, der dir gefällt und wo sich vielleicht so ein nettes Verhältnis erstmal ergeben könnte. Du wärst dazu auch bereit, das einzugehen. Ja, klar. Mhm, ja. Nee, vor allen Dingen, ich bin wieder darin bestätigt, auch wenn ich mollig bin. Ach, das ist so gut für das Selbstbewusstsein. Allein diese 10 Rückmeldungen sind schon wunderbar. Du hast ja in der Annonce geschrieben, dass du ein bisschen molliger bist. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Sicher. Ich habe meine Größe beschrieben, mein Alter und halt, dass ich doch etwas molliger bin. Also, überhaupt kein Thema hier. Ich drücke die Daumen, dass ein guter Typ dabei ist und dass ihr viel Spaß miteinander haben werdet. Ja, hoffe ich auch. Und vor allen Dingen länger wie 3 Minuten. Länger als 3 Minuten, ganz genau. Liebe Tina, alles Gute. Jo, Domian. Tschüss, danke für deinen Anruf. Ciao. Tschüss. Verena, 18 Jahre. War sie das von gerade? Hallo? Warst du das gerade, Verena, die plötzlich weg war? Ja, ich bin auch so aufs Auslegen gekommen. Ah, aber schön, dass du jetzt da bist. Also 18 Jahre und Verena. Ja. Und auch zum Thema Frust im Ehebett. Wie kommt's? Also ich bin jetzt mit meinem Freund seit 8 Monaten zusammen und er will halt nicht mit mir schlafen, weil er ist halt streng katholisch und hat auch eine streng katholische Erziehung gehabt und das, er möchte halt keinen Sex vor der Ehe und seine Eltern möchten das halt auch nicht und das ist halt für mich irgendwie ein Problem. Kann ich gut verstehen. Wie alt ist dein Freund? Der ist auch 18. Auch 18. Ihr seid 8 Monate jetzt zusammen. Was ist denn in diesen 8 Monaten passiert an Erotik zwischen euch beiden? Ja, nicht wirklich viel. Also es war halt Petting, aber es ging halt auch meistens eigentlich nicht mehr Aber immerhin, Petting. Streicheln. Aber ihr lagt schon nackt nebeneinander und habt euch am ganzen Körper angefasst und gestreichelt. Ja, so, aber weiter wollte er halt einfach nicht. Aber ihr habt euch gegenseitig nicht befriedigt. Soweit ging es noch nicht. Nein. Also bei ihm ist auch schon ein gewisses Verlangen da, aber er möchte es halt einfach nicht, weil es einfach gegen seine Glaubensrichtung verstößt. Und er wohnt bei den Eltern noch? Ja. Und die Eltern haben vermutlich einen großen Einfluss auf ihn? Mhm. Aber er denkt selbst auch so? Oder hast du den Eindruck, dass er das eher macht, weil er Angst vor den Eltern, Respekt vor den Eltern hat? Oder ist es seine wirkliche Überzeugung auch? Ja, es ist auch auf jeden Fall seine Überzeugung. Also es ist natürlich auch ein gewisser Respekt vor den Eltern da. Aber ich denke, er macht das auch sehr von sich aus. Ist er denn streng gläubig? Das heißt, geht er auch oft in die Kirche oder ist er engagiert in der Gemeinde? Das schon auch. Ja, also er geht halt jeden Sonntag in die Kirche. Und, und du hast das Bedürfnis und die Sehnsucht danach. Ja, eigentlich schon. Also ich kann ihn natürlich auch verstehen, ich kann es nachvollziehen, aber es ist halt schon so ein gewisses Bedürfnis da. Das ist nun wirklich ein großes Problem, wenn jemand aufgrund seiner religiösen Überzeugung so handelt, kann man das kritisieren und man kann sagen, das ist nicht meine Welt oder ich finde es blödsinnig. Aber man muss es natürlich respektieren, wenn diese Person das wirklich so empfindet. Und da wirst du natürlich in ein großes Dilemma geraten demnächst. Ja, und wir haben halt auch nicht vor, jetzt irgendwie nächste Zeit zu heiraten oder so, weil dafür fühlen wir uns einfach noch nicht reif genug und zu jung. Finde ich auch sehr vernünftig, die Einstellung. Das heißt, wenn ihr jetzt, nehmen wir mal an, noch 2 Jahre zusammen wärt, würde das bedeuten, 2 Jahre keine Erotik, keine Sexualität. Wärst du bereit, so etwas zu opfern, so ein Opfer quasi für ihn zu bringen? Liebst du ihn so sehr? Ja, ich liebe ihn auf jeden Fall schon sehr und es wird mir, denke ich, schon zwar ziemlich schwer fallen, aber also wenn es nicht anders geht, dann würde ich auch so ein Opfer bringen, auf jeden Fall. Hast du denn vorher schon einen Freund gehabt? Ja, hatte ich. Das heißt, du hast schon sexuelle Erfahrungen gemacht? Ja. Er natürlich noch keine? Habt ihr denn schon mal so über das Thema Heiraten gesprochen? Wann überhaupt so etwas in Frage käme? Also jetzt seid ihr, wie du sagst, selbst sagst ja noch viel, viel zu jung, finde ich auch. Wann überhaupt, wenn der... Ja, also wir haben halt in dem Sinne darüber gesprochen, dass er halt meinte, er möchte halt nicht vor der Hochzeit
Und dass wir halt auch meinten, wir wollen jetzt in nächster Zeit eigentlich noch nicht heiraten, weil wir halt einfach zu jung sind. Mhm. Aber sonst hat er da eigentlich nichts weiter drüber gesagt. Mhm. Du meinst auch, er bleibt bei seiner Auffassung und da wird sich auch nichts verändern? Ja, ich denke schon. Ich will ihn jetzt eigentlich auch nicht zu irgendwas zwingen. Mhm. Also das ist jetzt eigentlich auch nicht meine Absicht, weil ich möchte nicht, dass er es im Endeffekt vielleicht bereut, wenn wir uns irgendwann trennen. Also man kann einen Menschen, der so tickt, auch nicht zwingen. Sollte man auch nicht machen. Ja. Aber ich finde schon, dass man, und das würde ich auch tun, wenn ich an deiner Stelle wäre, man kann mit so einem Menschen schon darüber diskutieren. Ne? Es gibt ja nun genügend andere christliche Einstellungen und Strömungen, die genauso ernst zu nehmen sind, die das ganz anders sehen und eben auch ihren Frieden mit dem christlichen Glauben haben. Da hast du da so inhaltlich mit ihm auch schon diskutiert oder nimmst du es einfach nur so hin? Ja, wir haben da jetzt eigentlich nicht so drüber geredet. Mhm. Also es ging halt eigentlich nur so das eine oder andere Mal um seinen Glauben und dass es halt für ihn einfach deswegen nicht in Frage kommt, aber sonst über sowas anderes haben wir eigentlich noch nicht gesprochen. Mhm. Du bist nicht irgendwie glaubensmäßig gebunden oder bist keine gläubige Christin? Nee, bin ich nicht. Ja, das muss dich ja dann doch sehr befremden, ne? wenn man gar nichts damit zu tun hat, mit dieser Welt. Ja, ich kann es halt einfach nicht verstehen, weil ich bin halt, also ich glaube weder an Gott noch weniger an die Kirche. Mhm. Und noch weniger an solche moralischen Grundsätze wahrscheinlich. Ne? Eben, das ist es eben. Und ich kann das auch nicht nachvollziehen und ich finde auch, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, dass den jungen Menschen da sehr viele Erfahrungen einfach abhanden kommen, die sie eigentlich nach meiner Auffassung nach machen sollten. Es geht mir überhaupt nicht in den Sinn, dass der liebe Gott etwas dagegen haben sollte, die Sexualität zu leben, die er uns ja geschenkt hat, auch vor der Ehe. Halte ich für völligen Blödsinn. Aber wie gesagt, wenn er so drauf ist, weiß ich auch gar nicht, wie du dich verhalten sollst. Du musst es respektieren. Du kannst mit ihm diskutieren. Ich würde dann an deiner Stelle etwas diskutieren mit ihm. Ja. Also allein schon, um auch vielleicht meinem Unwohlsein Luft zu machen oder meiner eigenen Verspannung auch ein bisschen Luft zu machen. Denn die Verspannung hast du ja da, der Frust ist ja da. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich würde halt eigentlich auch wirklich gern mit ihm schlafen, aber ich möchte ihn halt weder zu irgendwas zwingen und ich möchte auch nicht, ich würde halt nie auf solche Sachen zurückgreifen, wie fremdgehen oder mit irgendwem anders halt einfach ins Bett gehen. Wenn da keine Liebe im Spiel ist, das wollte ich halt dann auch für mich nicht. Also, da ist jetzt wirklich die Frage, wie lange du es aushältst, ne? Ob die Liebe wirklich so groß ist, dass du das in Kauf nimmst oder ob du nach einem Jahr sagst, nee, ich kann es nicht mehr, ich finde es auch völlig Banane. Ich möchte mich diesem Moraldiktat nicht unterordnen. Kann ja sein, ne? Aber dann musst du es auch ehrlich sagen und auch ehrlich dann durchziehen und die Konsequenzen dann halt auch erheben. Ja. Schwierige Lage, finde ich auch. Aber diskutier mal ein bisschen mit ihm. Lass es dir doch mal einfach richtig so erklären, was dahinter steckt. Vielleicht durch das Sprechen darüber kommt er vielleicht auch auf irgendeine andere Gedankenrichtung. Vielleicht, weiß ich es nicht. Mhm. Aber ist schwierig. Ja. Mhm. Liebe Verena, ich wünsche alles Gute und toi toi toi. Das ist eine harte Sache, die du da hast im Moment. Das sehe ich auch wirklich so. Alles Gute. Gut, danke schön. Tschüss, Verena. Tschüss. Jetzt haben wir einen Menschen, der so ein bisschen älter ist als die anderen vorher. 45 Jahre, geht ja auch noch. Robert, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Robert. Du bist verheiratet? Ich bin verheiratet und bin 45 Jahre alt. Ja, seit wann bist du verheiratet? Wir sind seit 22 Jahren jetzt schon verheiratet. Lange Zeit. Das ist, ja schon bald goldene Hochzeit. Hör bloß auf mit so solche Dinge, die schwirren so langsam tatsächlich da. Ein junger Mann von 45 Jahren feiert bald goldene Hochzeit. Ist schon verrückt, ne? Es ist halt ziemlich früh losgegangen bei uns und wir haben uns sehr früh kennengelernt. Das hat natürlich auch was mit diesem Thema Religion zu tun, das hier doch immer unerschwellig irgendwo mit rumsaust. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, deshalb versuche ich meine Worte noch ein bisschen zu fassen. Und ich denke auch, dass dieses Thema Religion innerhalb der Sexualität sehr große Bereiche umfasst, die eigentlich ein ganz großes Thema sind, die zwar wunderbar durch Bücher und durch Themen und durch Diskussionen innerhalb der einzelnen Religionsgemeinschaften abgedeckt wäre. Das heißt, aber ihr habt auch früh geheiratet, aus quasi religiösen Gründen, damit ihr endlich durftet. Ich sag's ganz genau, es ist, ich bin als junger Hirsch da unterwegs gewesen und war da halt hinter den Mädels her.
und habe dort mal dann irgendwann mal festgestellt, ja, die Dame, das ist die Dame des Herzens und die war halt auch sehr zuverlässig und freundschaftlich orientiert für mich. Und aber da durfte dann auch nichts von der Ehe laufen? Wir hatten mal kurz bevor eigentlich dieses ganze religiöse Thema da begonnen hat, hatten wir eigentlich auch Sex miteinander gehabt. Mhm. Das waren 2, 3, 4 Mal. Und dann ist meine jetzige Frau dortmals in einen religiösen Zirkel abgerutscht oder abgedriftet oder ja, irgendwie so. Was für einen religiösen Zirkel? Das war eigentlich was ganz Friedliches, ging über CVJM. Oh, und da dann, kann ich auch viel erzählen vom CVJM, ja. Und dann ging es aber weiter in Richtung Brüdergemeinde und das heißt sehr eng, sehr zurückhaltend. Und da war eigentlich aus mit lustig und letztendlich war dann bei mir die Situation, entweder hältst du dich sexuell zurück oder die Beziehung zu deiner künftigen ist vorbei. Oder du heiratest sie. Nee, es war kein Thema, sondern es war einfach so, jetzt müsst ihr euch erstmal verloben, dann müsst ihr mal eine Zeit lang friedlich miteinander zusammen sein, ohne Sex. Und dann... Und du hast dich dann gehalten? Ich habe mich dann dran gehalten, und sonst hätte ich das tolle Mädel verloren. Gell? In welchem Alter, dann habt ihr geheiratet, warst du ich war 23 und sie war 20. So, jetzt seid ihr 22 Jahre zusammen, 22 Jahre Ehe. Wie sieht's denn in eurem Ehebett aus? Das ist genau das, warum ich mich auch diesmal dazu aufgerafft habe, bei dir anzurufen. Das ist einfach ein Frustthema für mich, trotz aller Diskussion und aller freundschaftlichen Themen. Also wir reden über das alles und sind da auch so, dass wir uns gegenseitig achten und wertschätzen. Das heißt, im Bett läuft aber nichts zweimal Tolles. Im Monat. Ich sag's mal, wie es ist, gell? Zweimal im Monat und wenn es dann läuft, ist es auch nicht der Reißer. Also wenn wir dann zusammen sind, dann ist schon schön für sie. Aber ist schon schön für Sie. Das ist ja schon eine Qualifizierung. Ist schon schön für Sie. Es ist, ich möchte es mal so ausdrücken, also Kamasutra kann ich nur träumen. Das schaue ich halt im Buch an. Die Dinge, die ich hier in deiner Sendung von den Mädels höre, also von den Frauen, das sind Dinge, die in meinen kühnsten Wunschträumen noch nicht mal angeträumt werden. Du sagst, es ist schon schön für Sie. Bist du sicher, dass es für Sie schön ist? Wir reden drüber, wir diskutieren drüber. Und sie sagt, es ist schön für sie. Und sie sagt, es ist für mich so okay, es hat mir gefallen, ich habe was gehabt. Und wie ist es für dich? Gut, langweilig eher. Langweilig. Ja. Masturbierst, onanierst du viel? Natürlich, klar. Ja. Weißt du das deine Frau auch? Ja, selbstverständlich. Ah ja, dann seid ihr doch recht offen. Wir sind in der Beziehung komplett offen. Aber im Prinzip, höre ich schon daraus, herrscht da wirklich die große Frustration. Und ihr seid da regelrecht in der Sackgasse. Ich weiß mittlerweile nicht, ob ich frustriert bin oder ob ich das auf einem sehr hohen Niveau respektiere. Das ist wirklich verrückt. Aber. Frustriert oder auf einem sehr hohen Niveau respektieren? Ja, also ich bin auch... Geschickter ausgedrückt. Ja, ich tue in den letzten Jahren eigentlich feststellen, dass so ein... Also ich bin auch noch nicht fremdgegangen in der Art. So gedanklich von der religiösen Seite ist ja schon das Fremdgehen in Gedanken verbot. Aber ja, aber das wirst du doch mit Sicherheit machen, wenn du onanierst. Du wirst doch nicht immer natürlich, klar. Du denkst ja nicht ständig an deine Frau beim Onanieren. Nee, das religiöse Thema ist bei mir eigentlich auch abgehakt. Ich habe eigentlich so 95 für mich das Endthema da gefunden. Sag mal, Robert, wenn du jetzt, sagen wir mal, es gäbe jetzt keine Moral, keine Ehe, keine Frau, sondern wir begeben uns jetzt mal auf so eine moralfreie Ebene. Nur wir beide, ne? Ja. Wenn ich dich jetzt frage, du kannst entscheiden, was du sexuell so richtig, ich sag's jetzt auch mal ein bisschen vulgär, so richtig sau gerne machen würdest wollen. Mhm. Was würdest du machen? Du darfst aussuchen, ich erfülle dir jeden Wunsch. Ja, also ich würde auf jeden Fall kein Interesse haben, da jeden Tag mit irgendeiner anderen in die Kiste zu steigen. Das ist nicht mein Ding. Sondern was ich halt gern haben wollte, das wäre mal so, wie es eine von deiner Vorrednerinnen vorhin gesagt hat, die sehr viel Spielzeug und Dinge hat zum Ausprobieren. Das würde ich dann schon gern machen. Es muss auch nicht jeden Tag sein, gell? Darum geht es auch nicht. Da ist man vielleicht schon etwas älter, aber... es muss einfach ein Spaß sein, es muss ein Reiz sein, es muss irgendwie so eine Spannung da sein, es muss knistern und das ist alles nicht wäre Spaß. Wäre es möglich, ich weiß es nicht, wenn man 22 Jahre zusammen ist, kann es da überhaupt noch knistern? Doch, auf jeden Fall. Ja? Ja, also wenn man den Abstand berücksichtigt, dass man zweimal im Monat oder vielleicht auch dreimal, wenn es ganz selten zusammenkommt. Dann lege ja eigentlich nahe, wir haben ja gerade die Geschichten von Lotta und von Tina auch gehört, geht ihr doch auch mal in so einen Shop und kauft... Das kommt nicht in Frage. Meiner Seite schon, aber von der Seite meiner Frau würde es nie... Gut, da musst du sie ja nicht mitnehmen. Du könntest ja diese Sachen kaufen und die dann zu Hause präsentieren. Wäre das eine Möglichkeit?
Also Möglichkeiten gibt es tatsächlich viele. Ich weiß bloß nicht, ob das dann auch so gut ankommt. Ja, aber das ist jetzt die Frage. Das ist irgendwie so ein gelähmter Frustzustand irgendwie. Ja, es ist wirklich, genau, ja? So ist es, ja. So, jetzt genau. Ist die Frage, wie viel, also wenn man noch was in Bewegung setzt, dann nur durch einen Tabubruch, indem man irgendetwas macht, was man eigentlich bisher nie gemacht hat und was auch außerhalb des Denkbaren lag. Wie viel Anläufe dieser Art hast du schon unternommen oder deine Frau unternommen? Oder, null. Ja, das ist es aber. 0,0. Mach doch mal, versuch doch mal was. Vielleicht ist das schon der Anreiz, das Gespräch mit dir geführt zu haben, vielleicht. Weil ich da schon so viele Sachen rausgehört habe. Ja, vielleicht. Oder was du ja auch gehört hast, genau, während der Sendung. Ja. Ich meine, es kann ja sein, dass deine Frau sagt, nein, das finde ich ekelhaft, ich mache es nicht. Aber dann hat man es auf jeden Fall mal ausprobiert. Ist denn die Gemeinschaft, die Ehe eigentlich so gut? Und ja, doch, auf jeden Fall. Also eine gute Beziehung? Also zwischendrin habe ich schon die Situation mal so definiert, dass wir eigentlich wie Bruder und Schwester zusammenleben. Mhm. Da war es mal wirklich so, dass man vielleicht alle 2 Monate mal einmal zusammenkommen ist. Das war auch dann wirklich nur, wenn der Stau bei mir zu groß war und wenn der Frust im Raum stand. Das war also nicht mehr... Ich meine, wir können ja alles mal aussprechen im Moment. Es muss ja nicht dann realisiert werden. Wäre es möglich, dass ihr beiden euch gegenseitig grünes Licht gebt und sagt, okay, mach mal... Das haben wir schon durchdiskutiert. Das wäre für meine Frau ein Grund, dass wir die Beziehung beenden. Okay. Da gibt es überhaupt nichts, auch mit Fremdgehen oder mit in irgendwelche Shops oder in irgendwelche Swingerclubs oder sowas gehen. Ach so, also, kein Thema. Und das wäre auch kein Thema, ein Paar dazuzunehmen bei euch zu Hause? Das ist überhaupt kein Thema. Also so einen heimlichen Wunsch hätte ich da schon mal. Ich habe da auch gewisse Leute im Auge, aber kein Thema. Du würdest schon gerne. Ich würde schon gerne, ja. Und es muss ja nicht mal tatsächlich zum Geschlechtsakt kommen. Es wird mir sogar schon reichen, dass man wirklich eine schöne Gemeinschaft hat und eine schöne... Ja, also du bist der Experimentierfreudigere, höre ich schon. Ja. Ne? Und sie ist aber da relativ konservativ. Echt, und genau und, so, ja. Ja, das ist natürlich das... Jagern und Baggern nervt mich halt total, gell? Das glaube ich, ja. Immer muss ich baggern und immer muss ich auf der Matte stehen. Aber ich kann das gar nicht verstehen, dass das da Frauen gibt, so wie ich in deiner Sendung schon gehört habe. Du würdest dir so eine Frau wünschen, ne? Eine aktive Frau, ja, die dann auch sagt, so, jetzt lassen wir mal 5 Grad sein und jetzt gucken wir mal, was die Kiste macht. Gell? Sag mal, Robert, du bist ein bisschen älter, aber du bist ja auch erst 45 Jahre alt. Ja, wenn sich das nicht verändert, willst du so alt werden? Wie alt? Ja, ich meine, willst du so ins Alter hineinwachsen? Du sprichst da wirklich ein schwieriges Thema an. Ich merke in den letzten paar Jahren bei mir da eine Veränderung vom Denken. Nachdem ich auch meine verbrämte Religiosität zum großen Teil ablegen konnte, sehe ich einfach auch, dass die Lebensuhr da tickt. Also ich sehe schon meine Gedanken in die Richtung professionellen Sex abgleiten. Dass man für eine saubere, kalkulierbare Dienstleistung, ich sag's mal, also, auch einfach ein Geld gibt. Das heißt, du könntest dir vorstellen, zu einer Hure zu gehen? Korrekt, ja. Um einfach mal dich auszuleben? Genau. So. Aber das würdest du dann deiner Frau nicht erzählen? Ich würde es dann nicht erzählen, ja. Und weil du Angst hast, also das Wasser steht dir ein bisschen bis zum Hals und du einfach das so nochmal erleben möchtest, richtig? Ich glaube weniger, dass es was mit Angst zu tun hat, außer dass ich einfach Sehnsucht danach hast. Genau, Sehnsucht, ja, ist Sehnsucht. Das richtige Wort. Ja, ja. Ja. Ja, es ist wirklich, also ist ich glaube, es ist ganz schwierig, wenn ein Teil in einer Beziehung oder in einer Ehe fast unbeweglich ist, ne? Gerade waren es die Männer, in diesem Fall, bei dir ist es jetzt die Frau. Dann kommt man, glaube ich, irgendwann in eine Sackgasse, wo man so etwas denkt, wie du es gerade formuliert hast. Ja. Und ich finde es dann auch eigentlich nachvollziehbar und auch nicht mehr schlimm. Weil wenn man dem Partner das 100-mal gesagt hat und vielleicht auch viele Sachen ausprobiert hat und es geht dann immer noch nicht, dann finde ich eigentlich auch, würde ich sagen, dass der Partner dem zustimmen sollte. Aber da gehört natürlich sehr viel Größe und sehr viel. Ja. Aber ja. Du solltest erstmal einen kleinen Einkauf machen, finde ich. Ich werde es probieren. Ne? Und mal, ich meine, deine Frau ist konservativ, das habe ich schon gemerkt. Und sieh mal, du musst ja nicht gleich die knallharten Sachen kaufen, ne? Sondern so nette kleine Spielereien. Ja, da bin ich halt auch ziemlich unbedarft. Ich glaube, ich muss mal so einen Katalog von den verschiedenen Organisationen zukommen lassen. Ganz genau. Oder ich sollte dich vielleicht mit Lotta oder mit Tina zusammenschalten, damit die dich beraten können, die Frau. Das wäre toll. Beratung, das wäre klasse. Also ich hoffe, dass ihr doch noch ein bisschen zu Potte kommt, Robert, du und deine Frau.
bin da eigentlich schon zuversichtlich, wenn es auch noch 5 Jahre dauert, aber irgendwann wird es vielleicht ein bisschen besser werden. Ja, ich hatte gerade gar nicht gefragt, ja, ihr habt bestimmt auch Kinder, ne? Ja, wir haben 3 Kinder. 3 Kinder. Der Älteste ist jetzt fast 15 und dann 11. Ja. Mittlere und die Kleine 9. Na gut, ich wünsche alles Gute und hoffe, dass sich was bewegt. Ich möchte dir für deine Sendung eigentlich noch Danke sagen. Ich finde es ganz großartig, was ihr als Team und ganz besonders du da leistest. Und ich bin auch schon ein sehr alter Zuhörer bei dir und habe mich jetzt halt das erste Mal auf Kraft, da was zu sagen. Na, ich bin froh, dass du angerufen hast. Freue mich, dich kennengelernt zu haben und bedanke mich für das Kompliment. Ebenfalls danke für die Infos. Tschüss. Und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss, Robert. 1 Uhr 49 und 49 Sekunden. Kleine Pause. Sind wir aber heute spät dran mit der Pause, sehe ich gerade. Ne? 1.50 Uhr und 25 Sekunden hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Frust im Ehebett. Und genau darüber möchte ich gerne mit euch reden, mit euch, die ihr betroffen seid oder die ihr vielleicht mal betroffen wart. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Jasmin. Und Jasmin ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jasmin. Hallo. Ja, was ist denn los bei dir? Ja, bei mir, und zwar, ich hatte einmal eine Beziehung gehabt, mit denen war ich 1,5 Jahre zusammen. Und ich war vorher wirklich super schlank gewesen und ich war ihn ganz einfach zu dick. Und er hat die ganze Zeit gesagt, ich würde hässlich sein. Und das hat er gesagt, während du in der Beziehung mit ihm warst? Eben, ja klar. Und dementsprechend lief auch ein Jahr überhaupt nichts im Bett. Und ich meine, wir waren noch ziemlich jung, wir waren erstmal 16 oder 17. Und naja, da habe ich mir ganz einfach mal die Selbstbestätigung woanders gesucht, bin auch immer ohne ihn weg. Ja, dann habe ich halt jemand Neues kennengelernt, mit dem bin ich jetzt auch schon 2,5 Jahre zusammen, wurde auch schwanger. Und ja, meine Kleine ist jetzt 1 Jahr alt und naja, seit ein halbes Jahr läuft mal wieder gar nichts, weil ich jetzt sowas von tierisch abgenommen habe und meine ganze Haut hängt. Und jetzt habe ich voll die Komplexe und da läuft mal wieder gar nichts. Aber ich sag mal, mein Liegt es daran, dass du komplex hast und du dich verweigerst quasi? Oder genau. Ach, er würde schon gerne wollen? Er sagt, er liebt mich so, wie ich bin. Und ihn stört das nicht. Aber ich persönlich fühle mich nicht wohl und deswegen habe ich mich jetzt auch zu so einer kleinen Schönheits-OP habe ich mich irgendwie aufraffen lassen. Nämlich, was willst du genau machen lassen? Oberschenkel und eine Bauchstraffung. Und die wird auch voll von der Krankenkasse bezahlt. Da muss es aber wirklich schon sehr, sehr heftig sein, ne, bei dir? Ja, ja. Ich bin von 62 Kilo rauf auf über 100, fast auf 105. Und das wird auch hinterher nicht mal als Schönheits-OP gesehen. Das wird als medizinisch notwendig. Und das wird auch voll von der Krankenkasse bezahlt. Und da freue ich mich auch schon total, endlich passiert. Wann ist die OP? Ende März. Ende März. Ende März. Das heißt also, bis dahin wirst du darben. Es wird kein Sex stattfinden, weil du dich schämst und dich unwohl fühlst. Von meiner Seite bestimmt nicht. Nee. Ich fühle mich nicht wohl. Ich meine, ich kriege eigentlich genug Selbstbestätigung von meinem Freund. Auch von anderen, wenn ich mal weg bin, aber die haben mich halt wirklich noch nicht nackig gesehen. Aber es ist ja schon eine sonderbare Situation, wenn der eigene Freund sagt, hey, es macht mir nichts aus, ich mag dich und ich liebe dich so, wie du bist und wie du für mich da bist im Moment, dass du dann dennoch sagst, nee, ich will es nicht. Ich bin noch jung. Ich bin noch total jung und ich möchte so wirklich mein ganzes Leben, will ich halt nicht damit verbringen, mich irgendwie zu verstecken. Und deswegen möchte ich es auch gerne machen. Und gut, insofern ist die Entscheidung ja auch richtig und offensichtlich auch vonnöten, wenn die Krankenkassen das schon bezahlen, so schnell bezahlen die ja nicht. Eben. Und danach geht es dann wieder wie gewohnt weiter mit euch beiden, hoffentlich. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es wirklich, weil der arme Kerl, der leidet richtig. Und ich meine, ich leide ja auch irgendwie mit dem mit, aber es geht nicht. Ist das nicht für ihn auch so ein bisschen, für ihn wiederum so ein bisschen verletzend? Ja, ne? Er denkt, ich liebe ihn nicht mehr, er hat damit richtige Probleme. Aber es ist nicht so. Also beim besten Willen nicht, ich liebe meinen Freund über alles. Und ich meine, das wird auch immer so sein. Bloß ich persönlich, ich fühle mich nicht wohl und das muss er halt akzeptieren. Ja, also wenn der Grad des Eigenunwohlseins so groß ist, sollte man da von außen auch gar nicht reinquatschen. Ne? Dann ist es, das ist das ausschlaggebende Argument, wenn du sagst, ich fühle mich so unwohl, es geht wirklich nicht mehr.
dann wünsche ich, dass die Operation, die OP gut verläuft. Ja. Und dass dann alles wieder in die alten Bahnen zurückkommt, wie du es gewohnt bist und wie du es gerne hast. Ich hoffe es. Alles Gute, Jasmin. Toi, toi, toi. Gut. Tschüss. Dankeschön. Wilhelm habe ich hier. 56 Jahre. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. 56? Ja, 56, habe ich gesagt. Bin begeistert, habe ich nicht richtig verstanden. Ja, Grund meines Anrufs ist eigentlich, wenn ich höre Sexspielzeug, dann könnte ich mich eigentlich schon kaputt lachen. So, warum? Ja, weil ich denke, ich habe Hände, Finger, Lippen, Zunge, Zähne, ja. Penis, der gelegentlich trotz meines Alters nochmal stehen kann, wenn ja. es die Situation gut ist. Habe einen schönen Hodensack, den man rasieren kann, eine kleine Stoppel dran lassen. Das heißt, ich habe so viele Dinge an meinem eigenen Körper, mhm. also da brauche ich nicht zu irgendeinem Pornoladen gehen und da irgendwelche Leute reich machen, sondern was ich noch als gut finde, sind natürlich Leinen zum Fesseln. Das ist aber das Einzige und alles andere macht man selber. Bist du denn in einer Beziehung? Ich lebe in einer Beziehung, aber ich bin nicht mehr verheiratet. Ich war zweimal verheiratet, mhm. 11 und 14 Jahre mhm. und lebe jetzt in einer Beziehung. Und wie lange währt die Beziehung schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Und da ist noch richtig was gebacken im Bett. Ja, weil wir es an allen Stellen machen, wo die Sonne uns bescheinen kann. Wie alt ist deine Freundin? 33. Ja, das ist natürlich auch ein erheblicher Altersunterschied. Aber ein Faible für junge Frauen. Aha. Woran immer das auch liegt, weiß ich nicht. Ja. Aber du hast ja auch die wahrscheinlich auch sowas schon erlebt, ne? Wenn du zweimal verheiratet warst, solche Frustrationsgeschichten im Bett und der Sexualität. Ja, kann ich mir auch nicht gut vorstellen. Für mich ist zum Beispiel ein einfacher Punkt, wie es sehr leicht entstehen kann: Männer müssen bei der Geburt zuschauen. Mhm. So, und wenn ich das gesehen habe, wie ein mhm. Kind aus der Vagina kommt, für mich ist die Vagina ein Sexorgan, mhm. dann wäre für mich auch klar, da würde ich nie wieder was mitmachen. Ich hatte das Glück, zweimal Kaiserschnitt zu haben, das heißt, dass ich, als es zur Sache ging, aus dem OP war, hatte ich also mhm. nichts mehr mit zu tun, dafür mhm. bin ich sehr dankbar. Mhm. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Frauen mit ihrer Periode, die nun einmal so gegeben ist, wenn sie da großzügig mit umgehen, dass der Mann da immer alles mitkriegt, dass das auch abschrecken könnte. Ich habe in so einem Verein einen Bekannten, der ist, das führt er als Grund an, warum er schwul geworden ist. Naja, ich glaube, da muss auch noch ein bisschen was anderes vorgefallen sein oder in ihm los sein. Aber das ist ein interessanter Hinweis. Ich habe von 2 Freunden das auch unter sehr vorgehaltener Hand erzählt bekommen, dass sie die auch bei der Geburt ihrer Kinder dabei waren und die mir auch erzählt haben, dass die sexuelle Attraktion kaputt war danach. Ja. Es ging zwar irgendwie noch, aber so das richtig Tolle war dahin. Aber du hast gerade mit dem Sexspielzeug angefangen, unser Gespräch. Ich meine, ja. es ist natürlich toll, wenn du das nicht brauchst, aber man sollte den Leuten, die Spaß dran haben, das natürlich auch gönnen, ne? Und sagen, ja, okay. Sicherlich, das ist keine Frage. Ich habe da auch kein Problem mit. Wenn es die Leute dahin bringt, wo sie hinwollen, wenn es den Leuten hilft und wenn sie dann zu ihrer Erfüllung kommen, was ich allerdings immer so ein bisschen bezweifle, weil ja die Frage ist ja, heute nehme ich Kugeln, morgen nehme ich da ein Dildo von Wasser, wie geht's weiter? Wo ist das Ende? Mhm. Ich denke, so diese Kreativität, heute mal auf eine Autobahnbrücke gefesselt, morgen vielleicht mal am Baum im Wald, oben zwitschern die Vögel, unten vögeln wir. So wild treibt ihr das. Diese Möglichkeit, oder mal auf einen schwulen Parkplatz zu gehen und es im Auto zu machen, ja. andere Leute zugucken, das darf man natürlich nicht laut sagen. Ich hoffe auch, dass keiner zuhört. Aber es gibt so viele Dinge, seine eigene Sexualität zu steigern und schön zu machen, auch mal einen zweiten Mann dabei, das ist kein Problem. Sag mal, bist du jetzt erst im etwas reiferen Alter so oft auf den Trichter gekommen, solche Sachen zu machen, oder warst du schon immer so gestrickt? Ich habe zwischen 2 Ehen von 79 bis ungefähr 80 eine Beziehung zu einer, wie man so sagt, Edelhure gehabt. Mhm, da habe ich zugeguckt und habe mit ihr Sachen gemacht, die man natürlich nicht laut sagen kann, aber schon ganz schön. Und ich bin, das gebe ich unumwunden zu, jemand, der... Ja, was die Sexualität anbelangt, keinerlei Problem hat. Es müssen Sachen sein, die ich mag. Also alles, was ich mag, kann ich machen. Und es kann gar nicht versaut genug sein, auch das sage ich. Allerdings kein Fäkaliensex, das muss ich also ganz, ganz deutlich sagen. Ja. Davor eklig. Das heißt, das After kann man kraulen, aber nicht mehr. Sag ich also ganz klar. Ich bin also nicht jemand, der einen Penis ins After steckt und anschließend in die Vagina und dann hin und her und dann also das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Sagst du, dass du eine Affinität zu doch erheblich jüngeren Frauen hast? Das liegt aber eher daran, dass die das vielleicht zu mir haben. Dass ich mich auch an Orten aufhalte, wo vielleicht eben auch jüngere Frauen. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit einer gleichaltrigen Frau was zu machen.
Warum nicht? Sag ich also ganz offen. Nee, weil die sind mir nicht schnell genug, die sind mir körperlich nicht mehr wirklich genug. Ich bin jemand, der körperlich sehr aktiv ist, ja, der sehr viel macht, ja, körperlich. Ja. Und ich mag so alte Frauen nicht. Wobei, es ist für mich kein Problem, wenn sie große Brüste hat und sie jetzt auch Hängebrüste hat. Mhm. Das ist für mich völlig, das ist kein Problem. Sondern also, einfach so die Tatsache, dass sie nicht mehr so flott drauf sind. Es ist eine Geschmackssache. Und du bist halt so drauf. Und das muss man dann auch so nehmen, hinnehmen. Ja. 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 Lieber Wilhelm, danke für deinen Anruf und für die interessanten Details, die du uns erzählt hast. Und hoffentlich geht es weiterhin dir so gut sexuell, wie du es beschrieben hast. Ja, so nehme ich die Kugel, mein Pferd. Alles Gute, tschüss Wilhelm. Jo, tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war unser Thema Frust im Ehebett. In der Technik war Gunther Papperitz. Morgen sind wir wieder da für euch. Um 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht und ihr könnt mich dann anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Anregung mitgenommen und probiert sie vielleicht jetzt noch aus oder die nächsten Tage, die nächsten Nächte, wie auch immer. Alles Gute, toi, toi, toi. Bis morgen. Ciao.